Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo. Hallo, schönen guten Morgen. Tina Bauer ist mein Name. Ich kontaktiere Sie von Shop Online. Sie haben auf unserer Webseite eine Anfrage gestellt für das Cannabisöl. Genau, ja, das habe ich vorhin im Ja. Internet gefunden und wollte mich mal informieren, ob das auch wirklich funktioniert, ne? Ja, okay. Ich berate Sie natürlich sehr gerne weiter. Wenn das natürlich okay ist, darf Ja, ich ja. Ihnen erstmal ein paar Fragen stellen? Natürlich, das Okay. muss ja sein, ne? Ja, genau. Ja. Als erstes, Herr Zieger, wie alt sind Sie bitte? Ich bin Erstmal? 73. 73, Ja. okay. Und was genau haben Sie für, ich will nicht Probleme sagen, aber möchten Na, Sie damit die das, Prostata-Funktion wiederherstellen und die Potenz oder ja, beides so ein in welche bisschen, ne? Richtung? Und Beides, generell sagt beides ein man ja bisschen. auch, dass das, sag ich mal, so eine beruhigende Wirkung haben soll, ne? Weil ich bin immer sehr aufgeregt, weil ich habe halt, sagen wir mal, mit dem Okay. Garten hier, und das ist mir alles zu viel. Und ich suche auch noch so eine Ja. Möglichkeit, halt so ein bisschen mehr zu entspannen, ne? Aber da hilft das doch auch, oder? Ja, natürlich, natürlich. Cannabisöl ist sowieso ein Allzweckmittel. Heutzutage wird das sehr beliebt gekauft, gegen viele gesundheitliche Probleme auch. Ja. Ja, ich erkläre Ihnen alles Weitere natürlich. Sie dürfen mir dazu Ihre Fragen stellen. Ja, gerne. Wie gesagt, Cannabisöl ist nicht nur Hanföl, ne, das wissen Sie ja, sondern da sind auch ganz viele Krampf. andere Inhaltsstoffe drin. Hanföl, ja, Ach, ich CBD-Öl, habe ein Krampf medizinisches verstanden. Öl. Weil mit Krämpfen habe Ja, ich auch genau. immer so meine Probleme. Aber das dürfte dann da ja auch ein bisschen Okay. helfen. Ja, ich denke schon, wegen der Muskulatur und alles. Genau. Aber okay, Cannabisöl, also das CBD-Öl Prostatitis, ist nicht nur ein Nahrungsergänzungsmittel, sondern es bekämpft die Symptome von Prostatitis in Form von praktischen Kapseln. Ja. Diese Kapseln, das Produkt eignet sich natürlich für Männer, für Probleme mit den Urogenitalsystems und der Prostatitis, sowie für Männer, die Potenzprobleme haben, Erektionsprobleme oder sowas halt in der Richtung. Ja, das ist Es stellt gut. die Gesundheit der Prostata wieder her, lindert die Unwohlgefühl der Schmerzen beim Urinieren. Es gibt ein Energie, man soll sich damit viel besser fühlen, wohler fühlen. Ja, Stellt ist das, die sagen wir mal, auch normale so Funktion des Mannes wie wieder ein her. Aufputschmittel in Ja. dem Sinn, oder? Ja, okay. Reduziert auch das Wachstum von den Prostatazellen, normalisiert den Testosteronspiegel im Blut, verbessert die Funktion des Nervensystems, stellt die Auch Funktion noch? der Fortpflanzungsorgane wieder her. Das ist ja toll. In der Richtung, ne? Ja. Ja. Okay. Gut, ich erkläre Ihnen weiter. Man nimmt, das ist in Form von Kapseln. Also früher gab es das mal in Öl, aber es war zu kompliziert, um das richtig einzunehmen. Also manche Ach haben zu viel so. Tropfen genommen, zu wenig Tropfen. Jetzt ist das perfekt dosiert und zwar in der Kapsel drin ist die perfekte Cannabisölmenge drin, damit man Ach nichts so. falsch macht. Und das Sie muss nehmen man davon, dann im ne, genau. Prinzip, nehme ich dann die Tagesdosis und rauche das. Nein, das ist zum Trinken, also zum Runterschlucken. Die Zum Kapsel ist zum Trinken? Schlucken. Ach so. Ja. Also muss man das aufmachen und trinken, oder wie funktioniert das? Nein, 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 einfach nur runterschlucken. Die Kapsel ist kein tierisches Gelatin, sondern pflanzliches Gelatin. Also die Kapsel ist einfach nur mit ein bisschen Wasser zum Runterschlucken. Also in das Ja, das Wasser hat dieselbe liefern Sie das Wirkung. auch mit? Nein, das ist ein normales Wasser, Ach Wasser von sich zu so, Hause. ganz Ein bisschen, normales. ja, wie so eine normale, genau, ganz normale. Haben Sie Tabletten schon mal eingenommen, Medizin? Ja, Die natürlich. trinken Sie auch mit ein bisschen Wasser, genau. Und so trinken Sie auch die Cannabiskapsel. Also das ist einfach eine Kapsel, das trinken Sie mit ein bisschen Wasser, damit das in den Magen landet. Mit Wasser aber, ja? Ja? Ja, genau, mit Wasser, weil die Kapsel einfach so trocken runterschlucken kann man nicht. Ist denn in der Kapsel auch H2O drinnen? Deswegen. Weil da bin ich allergisch gegen. Nein, da ist kein H2O drinnen. Aber H2O ist ja schon. Sie sind allergisch gegen H2O. Moment, ich gucke mal kurz nach. Nein, da ist kein H2O drin. Das ist gut, das ist gut, das Da sind. beruhigt mich, ne?
Aber wir hatten da ja auch schon mal so eine Okay, Kampagne das sind. gestartet, dass das halt eigentlich in Lebensmitteln und sagen wir Medikamenten und all sowas ja gar nichts zu suchen hat. Aber die Industrie, das ist ja das Gleiche Ja, wie mit dem ja. Aspartam, die haben da noch nicht eingelenkt, ne? Ja. Okay. So Ich nenne Ihnen mal eigentlich. ein paar Sachen, die da drinnen sind. Also nur ein paar. Ja. Da sind zum Beispiel drin Brennnessel-Blattextrakt, Kürbiskerne, Glycin, Stechpalme, Stielextrakt. Dann ist das da drin Serinoa-Palmenfruchtextrakt und Weidenröschen. Preiselbeere ist da drin, Zink, Selen, sowas halt. Aber Ne? ich dachte, Da das brauchen ist Sie sich keine Sorgen machen. Cannabisöl. Die Sie sind haben jetzt ja im Prinzip jede Pflanze außer ja. Cannabis Mit aufgezählt. dem, genau, mit dem Hanföl da drinnen sind auch andere Inhaltsstoffe, Ach so. damit man davon nicht nur einen Rausch bekommt, sondern es auch die Gesundheit verbessert. Wie viel Ja, in den Prozent Cannabis ist Energieverleih, die das sich, denn? da ist, 9% ist da drin. 9%? Ja, das 9%iger Cannabis. ist ja ganz Ja. ordentlich. Das kann man ja vielleicht noch raus raffinieren, ne? Okay, ja, wie hört sich das bis jetzt für Sie an? Ist es ein Mittel für Sie? Ne, ich bin Mit dem, kein was ich Ihnen bis Arzt, jetzt so ne? Ich kann erzählt? das nicht beurteilen, aber ich würde es Naja, auf nee, jeden ich. Fall gerne ausprobieren, weil beim Arzt bin ich, sag ich mal, austherapiert. Die können mich jetzt quasi nur noch mit Medikamenten vollpumpen und das will ich ja gar nicht, ne? Und wenn das da ein Mittel gibt, Ja, das da ja. hilft, ne, dass man halt noch ein paar Jahre schmerzfrei leben kann, dann möchte ich das auf jeden Fall Okay. ausprobieren, ne? Okay, na gut, dann denke ich, Cannabisöl ist auch optimal für Sie. Das ist ein Ja. medizinisches Öl, das heißt für alle Altersgruppen. Auch in der Einnahme mit Medikamenten ist das verträglich, weil das Ja. halt deswegen sind da auch andere Inhaltsstoffe drin, damit da nichts passieren kann. Na? Also ich Es nehme ist ja eine Kur, Schmerzmittel und also gehe zur Dialyse. Macht das einen ja. Unterschied? Nein, also wenn es heißt, es ist ein medizinisches Öl und das nehmen auch Menschen, die andere Tabletten haben oder andere gesundheitliche Probleme, dann da nichts Bitte? passieren. Das ist schon, Sie sind nicht der Einzige, der das nimmt. Das nehmen ganz viele Menschen. Ja, das habe ich Ja, mir gedacht, heutzutage aber vor ich allem weiß ja nehmen nicht, das ob das ganz. auch Leute nehmen, die Dialyse bekommen. Und eben, sag ich mal, morphine Schmerzmittel zu sich nehmen müssen, das muss ich ja fragen. Okay, wie gesagt, ich kann es Ihnen gerne empfehlen, aber das weiß natürlich ein Arzt besser. Ja. Was genau haben Sie denn, also wo möchten Sie mehr, dass das Cannabisöl wirkt? Na, ich habe ja im Gegen Prinzip Schmerzen, das gegen. nee, weil ich weil zwar heute war jetzt Ja. Essen auf Rädern noch nicht da, ne? Ich merke jetzt halt gerade das. Das kommt langsam wieder durch. Ich habe ja, sag mal, ich bin als Kind mal von einem Hühnchen überfahren worden. Ich habe halt das Poulette-Syndrom seitdem. Und das ist halt mitunter für mich und Ja. halt auch für die direkte Umgebung akustisch, sag ich mal, sehr schmerzhaft und anspruchsvoll. Und da muss halt im Prinzip, das ist ja so ein Beruhigungsfaktor, muss hergestellt werden. Weil das halt die Aufregung, die spiegelt Ja. sich bei mir halt in Hühnergeräuschen wieder. Und es ist halt auch für den Ja. Kehlkopf sehr anstrengend. Ne? Okay, das verstehe ich. Ja. Also Sie brauchen mehr ein Cannabisöl zum Wohlfühlen, kein Ja. Schmerzmittel, Na doch, ne? beides, beides ist mir sehr wichtig, weil ich war Beides. zum Beispiel neulich mal, Okay. da musste ich zur Dialyse. Und da waren zwei von den Maschinen kaputt. Ich bin da 10 Stunden gesessen und wegen mir haben an dem Tag zwei Krankenschwestern gekündigt, weil ich halt die ganze Zeit immer brack mache, sagen wir so im 30-Sekunden-Takt, ne? Und das ist Ja, halt sehr okay. anstrengend. Ja, ich verstehe Sie. Ich Okay, kann das ja eigentlich, ich ich habe ja kann es dann Ihnen zum gerne. Fachkräftemangel beigetragen. Das habe ich ja eigentlich, gibt man meiner Generation ja da immer schon brack die Schuld dran. Und das wird jetzt halt wieder, dass diese ganzen Traumata wach, ne? Die haben dann halt probiert, Ja. mich auch zu beruhigen mit einem Kaffee. Das hat mich aber nur noch mehr aufgedreht. Und dann habe ich noch so eine Zeitschrift bekommen, die hieß Der Maulwurf am Morgen. Das hat mir schon rätselhaft, ne? Da habe ich so ein bisschen, das hat mich beruhigt, aber als das Rätsel dann fertig war, ne, da ist das halt wieder von vorne begonnen. Das heißt, ich brauche wirklich was Tiefenberuhigendes. Ja, also eher Beruhigendes. Okay. Ja, auch. Was haben Sie da denn noch im Angebot?
Zur Beruhigung meinen Ja, Sie, also ja. damit es einem Energie verleiht, dass man sich besser fühlt. Energie habe ich genug. Das soll eigentlich mehr so ein. Ich vergleiche das ja immer, damit das artgerecht bleibt, mit der meditativen Trance-Haltung, die Hühnchen einnehmen, wenn sie die Eier gelegt haben, weil die müssen zum Brüten dann ja ganz lange in derselben Position verfahren und auch ohne Geräusche zu machen, damit der Fuchs das nicht hört. Und das würde ich halt auch gerne, sag ich mal, hier, sag mal so, auf meiner Stange sitzen im Wohnzimmer. Das habe ich mir extra einrichten lassen. Und dann halt ganz entspannt, ohne diesen Geräuschzwang immer zu durchleben, ne? Dass man dann halt so ein tiefes Level der Meditation auch erreicht. Können Sie da was mit anfangen? Ja, also natürlich kann man da was mit anfangen. Ich bin zwar kein Arzt, aber etwas zur Ja. Beruhigung natürlich. Oder damit man sich, wie soll ich das sagen, sich gut fühlt, wohl fühlt und die Nervenenden zum Beispiel sich entspannen können Die oder sie nicht Enten. hektisch sind. Weil ich nehme an, erst wenn sie hektisch sind, dann geht das Geräusch ja wieder los, ne? Ja, das ist, wenn ich Also müssen sie sich. aufgeregt bin, weil jetzt warte ich ja gerade auf Essen Genau, auf genau. Rädern, ne? Weil ohne meine Körner, ne, da komme Ja. ich halt nicht über den Tag, ne, weil das ist ja sonst keine artgerechte Haltung. Und dadurch sind schon 1 Stunde überfällig, ne? Ich habe auch schon angerufen, aber da geht keiner ans Banana vor und dran, ne? Ja, also ich empfehle Ihnen gerne etwas anderes. Aber Ja. dafür müsste ich jemanden fragen, der da sich wirklich gut damit auskennt, damit ich auch nichts Falsches mache. Ein pflanzliches Produkt würde ich Ihnen gerne anbieten, also nichts mit Cannabisöl. Ja, weil sie Nicht? auch zur Dialyse gehen und Ja. ich will einfach nichts Falsches machen, Das ist weil ich gut. halt eben kein Arzt bin. Ich frage einen Kollegen, der sich besser damit auskennt und kontaktiere Ja. sie später noch einmal. Ist das in Ordnung? Wann wäre das denn? Nennen Sie mir eine Zeit. Na, Wann ich soll bin ich hier, nochmal also anrufen? heute Vormittag bin ich jetzt zu Hause. Und das wäre halt aber auch wichtig, dass der Okay, dann sich eben versuch. ein bisschen mit der Veterinärmedizin auskennt, ne? Weil wir Ja. Hühnergeschlechtlichen, sagen wir, da gibt es nicht so viele von, ne? Das ist nicht so verbreitet, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß, deswegen kenne ich mich auch nicht so gut aus und würde lieber gerne mir Rat holen bei Kollegen, die sich besser damit auskennen. Das ist Dann rufe ich Sie wahrscheinlich. in ungefähr 1 bis 2 Stunden wieder an, Ja, okay? ich würde dann hier, Ungefähr 1 bis 2 Stunden. ich nehme das Telefon mit zur Stange, damit ich das dann auch nicht verpasse und versuche so lange, ich habe Ja. noch ein paar Kekse hier, mich damit über die Zeit halt zu bringen, ne? Okay. In Aber Ordnung, das, in aber Ordnung, Herr wollen wir Zieger. denn Dann kontaktiere ich Sie in. ein Stopp? Kontaktiere ich Sie kurz später noch Aber einmal. die Kapseln, die für die Prostatitis, die brauche ich ja trotzdem, ne? Weil das Problem hört ja nicht auf. Okay, dann Dass passen wir Sie mal das so auf. mal Probieren Sie es fertig mit machen. denen. Das ist ein Ja. super Produkt. Die Cannabisöl-Prostatitis-Kapseln, die nimmt man 1 bis 2 Mal täglich. Ja. Beim Essen nimmt man die und am liebsten müsste man da eine Kur machen von 1,5 bis 2 Monaten. Sie können aber auch weniger, wenn Sie wollen. Sie können auch länger, wenn Sie wollen. Oh, Das ist okay. eine richtige Therapie, die sehr, Aha. sehr lange wirkt. Also 1, 2, 3 Jahre wahrscheinlich. Also Oh, die ja. wirken sehr lange. Also Wenn ich Sie eine bräuchte tolle dann, 2 Monatskur haben Mama, möchten, bitte nicht so ich schnell. erkläre Ich Ihnen gerne die versuche das Preise. nebenbei aufzuschreiben. Okay. Also Sie sagen, eine Kur müsste man Okay. machen. Wäre das eher stationär oder Genau, dann. ambulant dann vonnöten? Nein, nein, Sie können das von sich aus zu Hause einnehmen. Wie gesagt, das sind Ah. klinisch getestete Produkte. Das ist Das gut. darf jeder einnehmen, wie er will. Ach so. Wenn Sie eine Kur für 2 Monate machen möchten, Ja. das sind 6 Packungen Cannabisöldosen oder 6 Dosen. Die haben einen Preis von 196 Euro. Sie bezahlen nur diese 4 und 2 kriegen Sie gratis. Zwei Ja, Kapseln oder wenn Sie Packung? eine 40. Nein, nein, das sind 6 Packungen. Pro Ach Packung so. 20 Tabletten, 20 Kapseln. Ah. Das sind 120 Stück insgesamt. Ja. Sie bezahlen aber nur ein Teil und 2 Packungen sind kostenlos. Also 40 Kapseln sind kostenlos Ah, und das von zahlt uns dann die dazu. Krankenkasse, ne? Nee, das zahlen Sie selber. Ach so, ich dachte, das übernimmt das Ja, Hühnerversorgungsamt. ja.
Das muss man selber zahlen, ja? Nein, Na, dann nein. ist das so. Das müssen Sie selber zahlen. Ja, 196 € kostet diese große Kur. Wenn Sie Ja. nur 40 Tage haben möchten, dann sind das 4 Packungen. 3 bezahlen Sie und 1 kriegen Sie umsonst. Ja. 147 €. 147. Ja. Wenn Sie nur 2 Packungen haben wollen, mit 40 Tabletten, die Ja. kosten 117 €. Nee, das macht ja dann Oder keinen halt nur Sinn, eine ne? Probepackung. Ja, genau. Wenn das finanziell in Ordnung ist, Ja, empfehle ich ja. gerne eine richtige Kur, weil Sie wollen ja ganz lange die Wirkung erhalten bleiben, ne? Über mehrere Ja, Jahre. natürlich, Ja, ne, weil das ist ja sonst deswegen. nicht schön, ne, wenn man da so mal auf der Stange sitzt, ne? Ja, Ist Spritzpups halt noch mal ein ganz genau. anderes Problem, als wenn das im normalen Leben auftritt. Aber ich sag mal, ich habe das hier im Wohnzimmer Ja. halt schon entsprechend ausgekleidet, aber ich würde das halt auch gerne wieder in einen wohnlichen Zustand bringen. Ich komme mir eher vor wie im Tierkrankenhaus hier zu Okay. Hause. Okay. Für welche Kur möchten Sie sich denn entscheiden? Für die Na, ich. richtige intensive Therapie oder für die kleine Kur? Ja, ich nehme die, ich Für nehm 40 Tage oder die, 2 Monate? die intensive Hühnerkur nehme ich. Das muss ja wieder Okay, funktionieren, also ne? okay, für 196 €, ja? Ja. Unbedingt. Okay. Soll Sie ich Ihnen kriegen die das Bestellung in 5 bis 7 Tagen. Sie nehmen 1 bis 2 Kapseln am eine oder Tag. zwei? Wonach richtet Ich sich hätte, das? Nach der Intensität oder probieren Sie es nach. mit einer. Ja? Probieren Sie es mit einer Kapsel täglich und wenn das nicht ausreicht, also wenn Sie sagen würden, Sie hätten doch gerne eine stärkere Wirkung, dann dürfen Sie bis zu 2, also morgens und Ja. abends eine. Wie lange dauert das denn, bis die Ne? Wirkung feststellbar wird, sagen Sie mal? Naja, 2 Tage auf jeden Fall. Ja? Also innerhalb 2 Tage merken Sie das schon. Ja, Gut. das Das wirkt heißt, sehr ich würde schnell. mit zwei Weil das ist. anfangen und dann runter reduzieren. So, sagen wir, würde ich nach der Halbwertszeit von Hühnerkot, würde ich das dann einklassifizieren und dann langsam weniger nehmen oder immer gleich viel? Wie macht man das? Gleich viel, Ja, gleich viel. immer Also gleich bleiben viel. Sie bei dem Level. Genau. Ja. Nennen Sie mir doch bitte eine Adresse. Die werden per Nachname bezahlt, wenn der Kurier sie nach Hause liefert, weil das sind richtige Medikamente. Ja, Können Sie das das beim Kurier bezahlen, wenn der bei Ihrer Tür klingelt? ist. Nimmt er nur Per Bargeld oder kann Nachname? man da auch mit Karte bezahlen? Sie können mit Karte bezahlen, aber nicht beim Kurier. Also Sie kriegen eine SMS auf Ihre Handynummer, Ja. und die füllen Sie dann aus. Kennen Sie sich mit sowas aus? Nee, dann gehe ich, muss ja sowieso vorher noch mal zur Bank, dann hebe ich das ab vorher. Okay, dann mit Nachname. Sie Weil bezahlen ich habe keinen ja Cent gar mehr, keine kein, Nachnamegebühren oder Versandkosten. das ist gut, ich In habe ja auch Ordnung? gar kein Mobiltelefon, ne? Das würde das ja auch Okay, würde einschränken, nicht ne? gehen. Weil ich habe da mal eine Nehmen Sie mir Studie doch bitte gelesen Ihre ganze vom Bunde, Adresse, von der Herr Tiger. Bundesnetzagentur, dass das im Prinzip gar nicht gut ist, in der Nähe von Hühnern im Prinzip Mobilfunksignale, sag ich mal, vorrätig zu halten Ja, oder abzuspielen, ja. weil das kann ja den ganzen Können Sie Rhythmus mir, durcheinander bringen. ja, können Sie Ja? mir bitte Ihre Lieferadresse nennen? Wo Ja, soll sehr das gerne. hingehen? Das ist Alt-Stauerberg Ja? 8D. B oder D? Dora, Dora. D, okay, ja. Ja, 91448 Ja? Emskirchen. Emskirchen, okay. Mögen Sie Ich Hühner? bestätige Ihnen das. Ed Ja? auf den Namen Eduard Zieger, Ja? 91448. Emskirchen, Ja. Altschauerberg 8D. Richtig? Genau. Wer bringt das? Ist das von Hermes? Super. DHL ist das. Das bringt die DHL-Post zu Ihnen Oh, nach Hause ich hoffe, der innerhalb bringt das dann auch. 5 bis 7 Tagen. Weil die sind ja nicht in der Ja? Hühnergewerkschaft, ne? Das ist nicht gut. Aber dann hoffen wir mal, steht da Das drauf, ist dass nicht das von schlimm. Sie Ihnen sind ein kommt.
Das ist nicht schlimm. Sie sind ein Kunde wie jeder andere auch und die behandeln auch jeden Kunden gleich, weil die haben einen Vertrag mit uns. Die dürfen das Paket bis zu der Person nach Hause liefern. Die Ja. Person muss das entgegennehmen. Ansonsten geht das zur Post und dann dürfen Sie es auch bei der Post abholen Oh, die und nächste dort Station bezahlen. ist In aber, Ordnung? die nächste Poststation ist aber weit weg, ne? Und ich weiß nicht, ob Sie es Ja, wussten, deswegen aber bringen Sie es erst nach bei den Hause. Hühnern sind die Flügel ja mehr nur Dekoration. Also ich kann ja gar nicht mehr so, ich kann ja gar Ja, nicht fliegen, deswegen ne? ist nicht schlimm. Deswegen bringen Sie es ja erst nach Hause. Sie bringen es zu Ihnen nach Hause. Nur im schlimmsten Fall hinterlegen Sie es nochmal bei der Post, wenn Sie nicht zu Hause sind. Oder Okay? im Stall Aber Sie bringen direkt, es das wäre immer auch erst in nach Ordnung. Hause. Weil wenn ich gerade am Scharren bin, ne, das ist ja auch so ein neurologischer Zwang, ne? Selbst wenn da vorne jetzt einer ruft, das kann sein, dass ich da so, dass ich das gar nicht mitbekomme, ne? Kann der das auch einfach da hinlegen? Nein, der darf das nirgendwo hinlegen, weil das sind Medikamente, sonst schnappt jemand weg. Oh Ja? ja, das wäre nicht Der gut. bringt das bis zu Ihnen nach Hause. Okay, Herr Ja. Tiger, Meinen Sie denn, der haben könnte Sie was zu dann. schreiben? Ja, habe ich. Meinen Sie denn, der kann dann auch einmal hier den Stall machen, wenn der kommt? Weil meine Familie, die Das kommt gar denke ich nicht mehr eher her. nicht. Nein, ich denke das nicht. Das ist ein Postbote, der Ja. darf das nur bis zur Haustür liefern und muss dann auch wieder gehen. Bitte Schade. tragen Sie eine Nummer auf. Ich nenne Ihnen eine Nummer, wo Sie dann Auftragen? anrufen Ich muss können. die Lotion auftragen. Hallo? Bitte? Ja, ich bin Ja? bereit. Okay. 03 Ja? 222 Ja? 10. 1-0. Ja. Und dann? 997. 9-7. Ja, 412. 4-1-2. Und was ist das jetzt, die Chargenummer von den Medikamenten? Ja, das ist unsere Nummer. Da können Sie immer anrufen, wenn Sie weitere Beratungen oder Fragen haben. Da sind unsere Kollegen immer für Sie da und erklären Ihnen alles nochmal und stehen Ihnen Ah, zur Seite, das ist und so gut. weiter. In Ordnung? Ist da auch ein Veterinärmediziner Alles dabei klar. für Rückfragen? Ja, na ja, ja auch, aber nur zu bestimmten Zeiten. Also Ja, dann wann denn? müssten Sie sich anmelden und na, das weiß ich leider nicht, da muss Ach ich ihn so. fragen. Sie können ja gerne anrufen und nachfragen, wann der da ist, okay? Gut. Oder eine Zeit abmachen. Gut. Gut, Herr Zieger, darf Ich ich hab. Ihnen gerne noch was anderes anbieten? Ja, Ich ich wollte würde Ihnen gerade noch gerne noch ein mal. anderes Cannabis, Einen Moment bitte. noch Wie ein war. anderes Cannabisöl. Warten Sie mal bitte kurz. Ja? Ich bin noch nicht fertig mit dem Aufschreiben. Weil wie war denn der Name von der Firma nochmal? Sonst bringt mir die Nummer ja gar nichts. Das ist die Supplement-Farm-Apotheke. Oh, wie Supplement-Apotheke. schreibt man das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Können Sie das bitte? Supplement. S-U-P-P. Ja? S-U-P-P. Ja? L-E. Ja? M. Wie Ja? Martha. Martha? E. Ja? N N wie wie Nordpol. Nistplatz? T wie Trockenfutter nehme ich an, ja? Genau, Ja, und dann? Supplement Apotheke. Apotheke, ganz Apotheke. normal So wie man die Apotheke. Apotheke Genau. schreibt, ja. Ja, genau. Also, Okay, ja. Herr Zieger, ich würde Ihnen gerne noch ein anderes Cannabisölfläschchen anbieten. Das ist 70% reduziert, das Angebot des Tages. Ja. Das ist ein anderes Öl für Schmerzen, ganz speziell für Schmerzen. Oh, Egal, das wo ist Sie Schmerzen gut. empfinden, nehmen Sie das einmal täglich dazu. Nur einmal täglich. Diese Flasche kostet 25 Euro anstatt 80 Euro. Oha. Möchten Sie das dazu haben? Ja, würde ich schon nehmen, ne? Wie muss man das denn Okay. konsumieren? Ist das einmal zum auf den Löffel packen, oder? Nein, das ist genauso zum Runterschlucken. Trinken Sie, wie Sie es für richtig halten. So oder so kommt es im Magen an. Also So, wie Sie es für richtig halten. ich kann das im Wasserspender Genau. reinpacken, ja?
Ja, genau. Einmal täglich reicht aus. Wollen Gut. Sie eine Flasche für 25 € oder wollen Sie zwei Flaschen für 40 € von diesem Schmerzcannabisöl Das wird ja gegen jetzt immer alle besser. Schmerzen? Sind das jetzt auch Kapseln oder ist das Öl in der Flasche? Das sind Flaschen, aber in Form von Kapseln, damit Sie nichts falsch machen. Ich will Ihnen nichts anderes geben, Ach damit Sie so. auch richtig die perfekte Einnahme haben. Aber Okay? ich kann das Das ist nicht, das kann. auflösen zum Trinken, damit das einfacher ist für einen Wasserspender, ja. Ja, genau. Sie können es so nehmen, wie Sie es für richtig halten. Hauptsache, es kommt im Magen an. Ja? Das ist gut, ja, da kommt das an. Ich bin ein richtiger Vielfraß. Wenn ich hier so diese Okay. Saatenauswahl habe, was eigentlich für Meerschweinchen gedacht ist, Okay. aber die sind so nahrhaft, weil ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Meerschweinchen können ja selber kein Vitamin C anreichern im Körper. Darum kommt das durch die Nahrung. Und das habe ich halt für mich entdeckt, weil das Ja. klassische Hühnerfutter, das ist sehr einseitig, ne? Okay. Okay. Entscheiden Sie sich für eine Flasche 25 € oder doch für 40 € Ja, dieses Schmerzcannabisöl, also gegen allgemeine Schmerzen? da würde ich auf jeden Fall zwei Stück nehmen, ne? Weil da kann ich eins im Stall lassen Zwei. und mir eins an die Stange ranpacken Ja. hier im Aufenthaltshühnerraum. Okay. Und dann bin ich Na, immer gut wenn Sie das aufgerüstet. be genau, wenn Sie das bezahlen können, können Sie so viel kaufen, wie Sie wollen. Wird es Dann dann sind noch Sie auf einen günstiger? Betrag 236 €. Ist das in Ordnung? Ja, Alle doch. Flaschen zusammen 236 €. Und Sie Sechs rufen gegen dann, Prostatitis, ja? Cannabisöl und zwei für Schmerzen. Ja? Und Sie rufen dann heute noch mal In an wegen Ordnung? dem Beruhigungsmittel für Hühnerfärmchen, Ja, ja? da informiere mich gerne mal, was wir da alles haben und dann Ja? kontaktiere ich Sie noch einmal. Das ist Erstmal ein kriegen Sie guter diese Plan. Bestellung hier in 5 bis 7 Werktagen, 6 Packungen Cannabis gegen Prostatitis und zwei Ja. Packungen gegen Cannabis gegen Schmerzen. Das ist toll. 236 €, wenn der Kurier nach Hause kommt. In Ordnung? Ja, ich hol das von der Bank und werde dann noch mal schauen, Mhm. inwieweit er sich auf Okay. den Tauschhandel auch einlässt. Ist. Weil wir haben halt hier so einen Überschuss an Eiern und Federn, ne? Also es gibt nicht viele, die mit Federn was anfangen können, aber vielleicht ist der Mann ja zufällig Bogner und muss noch Pfeile machen, ne? Das weiß man ja nicht. Okay. Okay. Und Sie können sich das ganz sicher leisten. Entschuldigung, dass ich Ja, nachfrage. Ganz natürlich. sicher? Ich habe mein ganzes Leben lang fleißig gebrütet, Okay. ne? Okay. Gut. Dann ist das in Ordnung. Ich habe kurz nachgefragt. Moment, zum Glück habe ich einen Kollegen da. Möchten Sie zur Beruhigung wieder in Form von Cannabisöl oder ein natürliches pflanzliches Mittel Wir sprechen zur doch jetzt die Beruhigung? ganze Zeit miteinander. Wie können Sie da denn jemanden nachfragen? Wir haben doch die ganze Zeit gesprochen. Naja, ich habe einen Laptop. Nein, nein, ich habe einen Laptop hier. Ich habe einen Laptop. Wissen Sie, da sind alle Kollegen, Lefthoff? jeder hat einen Laptop vorher. Bitte? Sind Sie in der Lefthoff-Synagoge? Laptop, ein Ach, Computer. ein Ein Computer Computer. habe ich Ja, hier. diese Ja, Teufelsdinger. Ja, ja. wo ich kommuniziere mit meinen Ah. Und was hat Kollegen. der gesagt, der Deswegen. Computer? Er hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal ein normales Bioprodukt oder Ja. einmal wieder das Cannabisöl zur Beruhigung von Nervosität, von Ja. Missstimmung, von sowas. Ja, also ich Wieder meine, das, Cannabisöl oder etwas. ich bin ja, sagen wir mal, generell eine Frohnatur, ne? Ich sag mal, bevor ich überfahren wurde, war ich ja auch im Alleinunterhalter. Aber es ist halt nicht so Okay. förderlich, wenn man auf der Bühne steht und dann kommt andauernd, ich mache es jetzt mal mit Absicht, ansonsten ist das ja neurotischer Zwang, kommt immer. Das will sich ja kein Mensch eine halbe Stunde lang anhören und dafür auch noch Geld bezahlen. Ne? Ja, das meine ich auch. Und das ist Sie werden jetzt mit halt die unseren Produkten Frage, ob zufrieden sein. das ist ja Sie werden sich sehr lange keine unter Kontrolle Verstimmung. haben. Das ist ja so ein, ich fühle mich ja wohl. Grundsätzlich, weil ich habe mich damit halt jetzt schon abgefunden. Das ist halt nur die Frage, ob das eher, sagen wir mal, was, ob ich da eher einen Stimmungsaufheller brauche oder eher was, das mich beruhigt. Da bin ich mir nicht so sicher. Naja, passen Sie mal auf. Mit diesem Produkt sollen Sie sich ja
gut fühlen. Die Ja. Nervosität soll zurückgehen. Sie sollen sich ganz normal und in aller Ruhe zu jeder Zeit oder in jedem Ort aufhalten können, ohne Missstimmungen, Nervosität oder dass sie halt hektisch werden und anfangen wieder zu gaggern, zum Beispiel. Ja, im Das ist ja der Rewe-Markt-Schwindel haben Sinn sie von mich schon diesem. rausgeworfen, deswegen. Ich habe mir die Eier zu lange Ja, angeschaut. genau. Okay. Ja, Bitte? deswegen ja, werden Sie sich ganz lange Zeit im Griff halten. Ja? Damit werden Sie sich lange Zeit im Griff halten, mehrere Monate oder 1, 2 Jahre. Das Sie ist können gut. jederzeit nachbestellen, wenn Sie wollen. Ja, das mit dem Okay? Griff halten ist ganz wichtig, weil auf der Hühnerstange, ne, wir unsere, die menschliche Anatomie ist da ja nicht so für gemacht. Und wenn das die Griffigkeit auch noch unterstützt, Ja. von den Sohlen bei den Krallen, die sind übrigens inzwischen meine Zehennägel auch fast so lang wie beim Hühnchen. Das wäre natürlich gut, ne? Okay. Und was kostet das Ja, dann? das wäre sehr gut. Das ist, naja, wenn Sie das Cannabisöl wollen, zum Ja, Gutfühlen, zum Beruhigen, dann ist unbedingt. das derselbe Preis. Wenn Sie ein normales Produkt haben wollen, ist das etwas günstiger. Was heißt Wollen Sie normales lieber Produkt? das Cannabisöl? Bitte? Cannabisöl zum Gutfühlen, zum Beruhigen? Ja. Wollen Sie wieder ein Cannabisölprodukt zum Beruhigen, so Ja, wie ich das mag Cannabisöl Cannabis. Gib mal her Prostatitis, so das wie das Zeug. Cannabis Schmerzmittel? Okay. Das ist derselbe Preis. Wenn Sie 4 Dosen haben möchten, 147. Wenn Sie 6 Dosen haben Ja. möchten, 196. Dann wären Sie aber auf einen großen Betrag Haben von Sie da denn irgendwas wirklich 436 in Euro, mehr oder flüssiger weniger. Form oder sind das alles immer die Tabletten? Na, es gibt ein pflanzliches Mittel in Form von Tropfen. Das Ja, trinken das Sie hört in sich gut Wasser, an. also das lösen Sie in Wasser ein. Ja, das Das ist würde ich aber dann hier in nur den pflanzlich. Da ist Wasserspender kein reinpacken. Cannabisöl drin. Genau. Was wäre 40 da so Tropfen kommen die. da rein und das trinken Sie tagsüber. Ja, Die aber kosten sechs nachts darf man das Flaschen nicht trinken. 156. Ja, 6 Flaschen kosten 156 Euro, das reicht für 2 Monate. Ja. 4 Flaschen kosten 136 Euro, das ist günstiger als das Cannabisöl. Wirkt Oder das halt auch nur so zwei gut? Flaschen, wenn Sie wollen. Ja, also das nehmen ältere Menschen vor allem, um sich zu schützen, um sich gut zu fühlen. Oder um den Tabletten auch, viele Menschen nehmen sehr viele Tabletten Ja. ein, ne? Und das tut ihnen nicht gut. Die reinigen damit seinen Körper, die entgiften damit seinen Körper und somit werden sie sich immer gut fühlen und wohlfühlen, wie ein neuer Mensch. Ah, das ist Ne? Es ist gut. ein rein Ein neues pflanzliches Hühnchen, bitte. Produkt. Ja. Jetzt Okay, ist auch das die sind die Frage, Tropfen, Weltzone heißen die. wie war Weltzone. das? Wie viel möchten Sie denn davon? Ganz viel. Wie stark muss man das denn Ganz viel. verdünnen? In 200 Milliliter Wasser ungefähr, also ein Glas Ja. Wasser, zweimal täglich 20 Tropfen oder auch 40 Tropfen auf einmal. Ne? Das können Sie selber entscheiden, wie Sie das Ja. trinken. Zweimal täglich 20 Tropfen in ein Glas Wasser oder in Ihre Flasche oder auch 40 Tropfen in einer größeren Menge Wasser. Und das trinken Sie dann tagsüber Ja, oder halt auch genau. alles auf einmal, wenn Sie wollen. Jetzt sagen Ne? Sie immer Okay. tagsüber, darf man das nachts nicht trinken? Nein, doch. Oder sind Sie da öfters wach? Sie Ja, dürfen das auch nachts natürlich. trinken, natürlich, Aber aber nachts setzt ja ich halt so denke, nachts dieser. schläft man. Ja, nee, nicht immer, ne? Weil da Ja. setzt ja dann auch die Aufregung manchmal ein, wenn ich draußen halt irgendwie den Fuchs höre, ne? Oder irgendwie oder andere Prädatoren. Dann wäre auch noch mal die Frage, riecht das denn stark, das Cannabisöl, was Sie verkaufen? Nein. Durch die Inhaltsstoffe, die da drin sind, erstens merken Sie das nicht, weil das ist eine Kapsel. Sie Ja. merken das nicht. Das geht sofort in den Magen. Und zweitens, das ist kein Rauchprodukt, sondern ein Trinkprodukt, also Ja, zum Runterschlucken. das Da habe ich brauchen Sie keine Angst verstanden. haben, dass das riecht. Aber Das merkt keiner. es gibt ja Das auch, merkt wenn keiner. Sie so einen Schleimlöser zum Beispiel nehmen, die haben ja so Menthol drinnen, dass man dann so Ja, diesen Geschmack nee. da hat. Nee, Cannabisöl hat das nicht. Schade, Nein, schade. Cannabisöl hat das nicht. Das Haben Sie merkt denn man nicht. irgendwas, das Ach stark so. riecht? Haben Sie denn etwas, das stark riecht? Ja. Weil das ist halt auch sicherer, weil der Fuchs, der riecht das.
Das gemeine Naja, Huhn es ja gibt ein 100 Meter Mundspray. gegen den Es Wind. gibt ein Mundspray, Ja. Herr Zieger. Es gibt ein Mundspray, das benutzen Raucher öfters, damit sie gut riechen im Mundbereich, im Rachenbereich. Ja, haben Sie denn auch Sie sind sowas kein zum Raucher, nehme ich Auftrag? an. Nein, nein, das ist ja gegen die Anatomie des Huhnes. Mir wäre es wichtig, eben um den natürlichen Hühnergeruch zu überdecken, dass Sie da vielleicht noch Cannabis-Shampoo haben oder sowas. Nein, sowas haben wir nicht, Das ist aber dieses schade. Mundspray könnte ich Ihnen auch empfehlen. Sie Kann sprühen das einfach im ja. Mund und das riecht dann einfach sehr, sehr schön. Nee, ich Also wollte mich das riecht sehr dann gut. eigentlich eher Dann. damit einreiben. So als Nee, Lotion einreiben gibt auftragen. es nicht. Gibt's nicht? Sowas gibt es nicht. Cannabisöl gibt es nicht, sowas. Es sei denn, Sie wollen eine andere Creme haben. Creme gegen Gelenkschmerzen, Salben zum Beispiel Ja? oder Salben für, wenn Sie trockene Haut haben, kann ich Ihnen auch eine gute Salbe empfehlen. Ja, ich hab Haben Sie halt. solche Probleme? Ich hab halt. Ich hab halt Hühneraugen, ne? Zwei Stück. Hühneraugen. Okay. An den Beinen oder wo? An den Füßen? Ja, da wo sie hingehören, ne? Riecht die Creme denn gut? Ja. Die riecht sehr angenehm, aber die ist halt mehr für Hautprobleme. Wenn Sie wirklich Hautprobleme haben, Hautschuppen, Kratzen, juckende Haut oder sowas halt, dann können Sie das Ja. auch als Lotion benutzen. Aha, das ist ja gut, weil Dreimal vom täglich trägt man das auf. zweimal, das muss ich in die Routine einbauen, weil vom Ja. ständigen Scharren auf dem Boden, ne, da sind die Füße abends manchmal schon ganz schön wund. Aber das geht ja nicht, ich muss ja die Okay. Körner finden. Okay, wir sind ja jetzt schon bei einem großen Anzahl an Produkten. Ja, Möchten das Sie die stimmt. Tropfen zum Wohlfühlen haben, Zum Wolf? die Sie kaufen müssen? Zum Wohlfühlen, Ach so, zum das so. Beruhigen, zum Beruhigen. Ja, wenn Sie von Wölfen reden, beruhigt mich das Ja? gar nicht. Nein, nein. Wollen Sie die Tropfen haben, Herr Zieger, zur Unbedingt, Beruhigung? unbedingt. Oder wird man da Okay, schläfrig dann von? sind Sie auf ein. Moment, ich zeige Ihnen kurz, wie viel das wirkt. Nein, nein, es verleiht Ihnen Energie. Davon wird man nicht schläfrig. Ah, das ist ja gut, weil sonst findet mich. 236 plus. Weil wenn die Dann sind mich Sie auf einen schläfrig machen, Betrag dann kann ich von ja gar nicht mehr wegflattern, wenn der Fuchs 392. kommt. Ne? Okay. Sie sind auf einen Endbetrag. 392 mit Ja. dem Fläschchen zur Beruhigung und mit den Das ist doch Cannabisöldosen. traumhaft. Ich freue mich darüber, dass ich heute Ihre Werbung gesehen habe. Ja, nur wenn Sie sich das leisten, ist das in Ordnung. Auf Sind Sie jeden sicher, Fall, da dass es freue nicht zu ich viel ist? mich. Nö, nö, das geht schon. Das ist kein Problem. Okay. Ne? Okay, und möchten Sie diese Creme haben, die Sie auftragen, diese Lotion für Ihre Haut? Boah, unbedingt. Was kosten die? Wir Unbedingt. sollten vielleicht Möchten erstmal Sie über den davon? Preis reden. Ja, das kostet zwei Tuben, damit Sie Ihren ganzen Körper damit auftragen, 117 Euro. Nee, Zwei Tuben, das reicht für ungefähr 3, 4 Wochen. Das ist ja nur für die Füße, ne? Wo da die Hühneraugen und die Schamane sind, ne? Möchten Sie eins nur für die Füße oder möchten Sie eins für Ihren ganzen Körper? Naja, Für die Füße? wenn man die auch für die Füße nehmen kann, Ja? für die Krallen, dann ist das in Ordnung. Moment, dann gebe ich Ihnen doch ein spezielles nur für die Hühneraugen, für die Füße. Nur für meine Okay? Hühneraugen, kann ich dann wieder besser gucken? ja, ich denke schon. Ja. Das ist ja Möchten Sie großartig. die Creme für die Hühneraugen? Ja, unbedingt, wenn Zwei Sie Stück sowas haben. 117 Euro. Unbedingt, unbedingt. Okay, gut. Dann ist ja Ist gut, in dass ich Sie Ordnung. gefunden habe. Da Dann muss ich ja sind gar das. nicht mehr aus dem Haus gehen. Ja, genau. Wir sind eine Online-Apotheke. Das hat durch die Pandemie alles angefangen, wo Kunden immer alles online bestellt haben. Ja, und sind Sie selber auch So, dann sind Sie auf einen pharmazeutische Endbetrag. Fachangestellte? Ja, genau. Wir sind geschult, eingeschult. Bevor wir hier arbeiten dürfen, müssen wir uns ja ein bisschen damit auskennen, ne? Ja, Sonst können wir keinen natürlich. Kunden beraten, richtig? Und Das das sind stimmt. Medikamente auch.
Okay, Herr Zieger, Sie kommen auf einen Endbetrag von 509 €. Ist das in 509 Euro, Ordnung? ja, Ganz natürlich. sicher? Klar, Ja. immer her damit. Gib dem Postboten dann 3 Stiegen Okay. Eier und 2 Kilo Federn mit, dann sind wir quitt. Nee, so geht das nicht. Sie müssen das in Bargeld bezahlen, ja? Ja, natürlich. Ich habe auch noch ganz Ja, kalt, okay. vielleicht können Sie das für die Produktion gebrauchen von Ihren Wundermitteln. Wir haben hier auch noch ganz viele Eierschalen rumliegen, die sind ja sehr kalziumhaltig, ne? Da kann man bestimmt auch noch mal Okay, irgendwie so 3 Eierschalen zermörsern, irgendwie ein ich bisschen Wasser bestätige Ihnen das dazu bitte für ganz kurz. 600 Euro Herr verkaufen. Zieger, Ja? ich bestätige Ihnen das ganz kurz. Sie bekommen zwei Creme zum Auftragen für Ihre Hühneraugen. Ja. Dann bekommen Sie 6 Flaschen zum Wohlfühlen, Welt ohne Tropfen, Ja, zum Entgiften, Welt zum ohne Reinigen und Tropfen? so weiter des Körpers. Tropfen, genau. Dann Welt bekommen Sie ohne Tropfen? Cannabisdosen, Ja. 6 Stück für die Prostatitis und Ja. 2 Stück gegen Schmerzen, zwei Ja. Schachteln. Ja, insgesamt Genau. 509 €. In 5 bis 7 Tagen kommt der Kurier nach Hause, da müssen Sie das Geld haben, um ihn zu bezahlen. In Geld, Bargeld. Ja? Ja, das natürlich. Und Sie können mir In bestätigen, dass das Ordnung. alles ohne H2O ist, ja? Ja, da ist kein H2O drin. Das ist gut. Ja, da können Sie sich, Sie können das nochmal alles in den Päckchen lesen. Wenn Kennen die Sie denn Bestellungen ankommen, lesen H2O? Sie das nochmal durch, was da alles drin ist. Kennen Sie Ja? H2O? Ich kenne natürlich H2O. Ich hatte auch Chemie in Unterricht. Ich Ja, das kenne ist auch gut. H2O. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ja, Okay? das ist halt Einverstanden. wichtig, Haben ne? Sie soweit alles verstanden? In 5 bis 7 Tagen Ja. 509 € in Bargeld, wenn der DHL-Postmann nach Hause kommt, ja? Ja, auf jeden Fall. Ich rechne das dann vorher um. Da wären wir uns schon einig, ne? Nee, Sie müssen das in Bargeld bezahlen. In Nee. Bargeld, in Euro. Nein. Also Sie erwarten jetzt ja nicht, dass ich Sie mir gehen vorher. Ihre zusammengeschusterten Pflanzenmittelchen, dass ich da 500 Euro für bezahle. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich gebe dem Typen Eier Na, und das haben Sie doch. Hühnerfedern mit zum Tauschen. Was anderes kriegen Sie von mir nicht. Nein, Herr Zieger, nein. Sie haben vorher gesagt, Sie gehen zur Bank und holen das Bargeld ab. Ja, weil, Anders geht das nicht. ja, das habe ich mir gedacht, dass sie damit nichts anfangen können, weil bis die Federn da irgendwo drüben in Anatolien angekommen sind, da kann man das ja alles gar nicht mehr gebrauchen, ne? Und da haben sie ja wahrscheinlich genug Hühner Ja. auf der Stange, oder? Na, können Sie das bezahlen oder nicht? Oder soll ich die Bestellung Na, stornieren? ich kann das natürlich bezahlen, aber es ist ja offensichtlich, dass das eine Riesenbetrügerei ist, die sie da machen. Das ist keine Betrügerei. Wir sind eine Ja. Online-Apotheke. Das Gespräch war vorher sehr, sehr toll, Herr Zieger. Bitte Ja, lassen Sie es ich dabei. meine, man Soll merkt ich ja, die dass sie Bestellung es. losschicken oder möchten Sie etwas Also stornieren? ich würde Möchten mich Sie davon freuen, etwas stornieren und nur das Cannabisöl haben ich wollen? würde mich freuen, wenn Sie es losschicken, weil das kostet ja jedes Mal dann Geld für den Versand. Ich meine, Sie haben es ja scheinbar ziemlich nötig, offenbar völlig debile Leute abzuzocken, wenn Sie eine Dreiviertelstunde mit einem Hühnchen telefonieren, ist das echt schon ziemlich aussagekräftig. Möchten Sie die Bestellung bekommen, Herr Zieger, oder Ich nicht? möchte die Bestellung bekommen, aber dann müssen Sie auch mal Hühnergeräusche machen. Ich mache keine Hühnergeräusche. Ich bin da nicht sehr begabt. Das ist ja Da egal, es geht ja um den geht guten einfach nicht. Willen. Da gibt's. Nee. Doch, Sie Nee. machen jetzt Bitte bestätigen Hühnergeräusche. Sie mir das, dass Sie das in 5 bis 7 Tagen bezahlen können. Dann ist das in Ordnung. Wenn nicht, dann schicke ich die Bestellung nicht los. Das ist Sie kein können Problem. das gern losschicken, aber ich meine, da kommt ja sowieso entweder ein In leerer Ordnung. Karton an oder irgendwelche Sachen, die überhaupt nichts helfen, ne? Sie haben ja nicht mal ein Impressum Nein, auf der Seite. nein, Das ist ja alles voll die das Farce. stimmt so nicht. Sie kriegen ganz normale Arzneimittel, Herr Zieger, Nee, in fünf bis sieben Tagen. das dürfen Sie Ja? gar nicht als Wenn Arzneimittel Sie das. bezeichnen. Das sind nach deutscher Zulassung sind das Das sind pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel. Produkte. Genau, aber auch Arzneimittel. Die sind wissenschaftlich hergestellt, von Ärzten, von Wissenschaftlern natürlich. Ist das in Ja. Ordnung oder nicht? Ich meine, glauben Sie denn Ja oder ernsthaft, nein? 2 Tuben Creme für 120 Euro, gibt das Leute, die so doof sind? Ich denke nicht, dass die Leute doof sind, aber wer. Leichtgläubig trifft es eher, jetzt hat sie aufgelegt. Meine Güte, fast 50, na gut, 45 Minuten.
hat sie sich mit dem Hühnchen jetzt unterhalten, aber wenn sie da fast 600 € für gekriegt hätte, ist das ein guter Stundenlohn, ne? Wenn du dir das mal überlegst, hier 2 Tuben Creme für Hühneraugen, die du aber auch auf den ganzen Körper schmieren kannst. Und in der Creme ist natürlich kein Stückchen H2O drinnen. Das Zeug ist hart wie ein Backstein und du musst es dann irgendwie in die Haut reindrücken.